Das war gar nichts für schwache Nerven. Die Augsburger Panther haben das so extrem wichtige Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters denkbar knapp mit 1:2 in der Verlängerung verloren. Der Siegtreffer fiel 1,1 Sekunden vor der Sirene. Hier sind die Stimmen zum Spiel. Dankeschön, hallo zusammen. Ja, das Spiel war für beide Seiten, glaube ich, das Kampfniveau war sehr, sehr hoch. Natürlich, die Tabelle ist ganz, ganz stark und jeder Punkt ist ganz wichtig für jede Mannschaft. Egal wo wir stehen in die Tabelle. Special Teams, Überzahl, Unterzahl, für uns Unterzahl, großer Unterschied heute. Beide Torwart hat sehr gut gehalten. Andy am Ende mit dem Breakaway Save mit Collins. In Overtime, wir haben den letzten Schuss genutzt und ein bisschen Glück gehabt, aber jeder Punkt ist wichtig für uns und wir sind zufrieden mit zwei Punkten heute. Ja, und Gratulation Pierre und Iserlohn zum Sieg. Ja, ich denke, wir haben war ein sehr enges Spiel, so eng, wie wir auch in der Tabelle stehen. Keiner hat sich was geschenkt, jeder hat natürlich auch versucht, Fehler zu vermeiden. Ich denke, meine Mannschaft hat versucht, wirklich alles zu geben. Wir haben sehr viele Chancen gehabt. Das war vielleicht auch nicht nur die Special Teams, dass wir da auch in Überzahl die Chancen hatten, sondern auch die klaren Chancen, die wir eigentlich hatten, die müssen wir dann in dem Moment nutzen. Das haben wir nicht gemacht. Zum Schluss, das ist dann so kurz vor Schluss in der Overtime, das Tor fällt, kann auf beiden Seiten passieren, darf eigentlich nicht passieren in dem Moment, aber so ist es Eishockey, es geht rauf und runter. Da sind Sekunden, sagen da gar nichts. Ist natürlich sehr schade, weil ich glaube, dass die Mannschaft den Sieg auch für den Kopf sehr, sehr gut getan hätte. Aber wir haben einen Punkt geholt. Der Punkt kann immer sehr, sehr wichtig sein. Jedes Wochenende gibt es die Spiele. Wir haben auch noch ein Nachholspiel. Von daher können wir Punkte wieder gut machen. Wer auch immer unser Gegner ist, muss sich warm anziehen, weil wir wollen jedes Spiel gewinnen, so wie wir das heute auch wollten. Ja, ist immer schwer zu sagen. Ne? Druck ist natürlich immer da. Druck haben wir die ganze Zeit, haben wir die ganze Saison schon. Manchmal fehlt vielleicht ein bisschen die Leichtigkeit dann in dem Moment und das ganze Stadion wartet dann und erwartet, das ist natürlich nicht so einfach, aber sind alles Profis, die Jungs, wie gesagt, machen einen guten Job. Andreas Jennecke ist ein guter Torwart, er hat es bewiesen, die letzten Spiele, das muss man auch respektieren. Iserlohn hat da einen sehr guten Lauf gemacht und das muss man auch anerkennen. Und das ist ja kein Kanonenfutter, egal gegen welche Mannschaft wir spielen, kein schlechter Goalie, das gibt es ja alles nicht. Natürlich, wenn du so viel Chancen plus mehr hast, sollte eigentlich für uns das eine Tor auf jeden Fall mehr auf unserer Seite stehen, das müssen wir uns ankreiden, aber das zu erklären, warum jetzt diese Chancen nicht drin sind, ist ja immer sehr, sehr schwierig. Taro, das war nichts für schwache Nerven heute und in allerletzter Sekunde der Overtime dann 2 Punkte für euch. Fass doch mal bitte aus deiner Sicht das Spiel kurz zusammen. Ich glaube, wir hatten das auch schon regulär gewinnen können. Wir hatten sehr viele Chancen. Ich meine, zum Schluss war es ein bisschen bitter, dass wir dann halt 8 Minuten Unterzahl hatten oder halt 2 plus 2 zweimal. Aber ich glaube, unser Unterzahl war dann sehr, sehr gut und hat uns das Momentum gegeben. Und ich glaube, in Overtime ist ein bisschen Quäntchen Glück. Ich glaube, Augsburg hatte auch einen Alleingang, Andi stark gehalten. Aber trotzdem haben wir es dann über die Runde gebracht und freuen uns natürlich über die 2 Punkte. Du hast gerade gesagt, 2 plus 2 Minuten. Deine 2 plus 2 wurden ja nochmal im Video nachgesehen. Wie hast du das wahrgenommen, hoher Stock? Also ich meine, ich habe ihn schon getroffen. Ich wurde von hinten halt gepusht in mein Knie und habe die Balance verloren und bin deswegen hochgegangen. Klar, ist immer schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, klar, ich habe ihn getroffen und es sollte schon eine 2 plus 2 sein, aber es war natürlich nicht mit Absicht oder von mir aus. Ich meine, der Gegner hat mich reingedrückt und müssen die entscheiden. Deswegen sind sie Schiedsrichter. Jeder Punkt zählt. Wie siehst du jetzt aktuell die Situation? Ist ja entschieden, ist noch lange nichts. Jedes Spiel ist wieder von Neuem. Trotzdem glaube ich, dass ihr hattet schon viel Rückenwind und das gibt euch, glaube ich, nochmal so ein bisschen Aufwind, auch nach dem Nürnberg-Spiel vor allem. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Spiele gegen direkten Konkurrenten. Gegen Nürnberg ist es halt schlechter ausgegangen für uns. Heute haben wir es endlich mal geschafft, gegen direkten Konkurrenten zu gewinnen. Ich glaube, für uns ist es ein bisschen einfacher, gegen gute Gegner oder gegen obere Gegner zu spielen. Aber wir werden jetzt sehen, jedes Spiel zählt, wir müssen Punkte sammeln. Die haben immer noch ein Spiel weniger als wir, Augsburg, und es sind nur 3 Punkte Abstand. Ja, wir müssen trotzdem fighten und die 2 Punkte waren heute enorm wichtig. Glückwunsch zum Sieg in einem schwierigen Spiel in Augsburg mit dem Last-Second-Treffer, den du vorbereitet hast. Wie fühlt sich das an? Wie geil ist das? Ja, es ist unglaublich. Es ist ein unglaublich wichtiger Sieg für uns und wir wissen, in welcher Situation wir uns befinden und dass wir mit Augsburg da unten kämpfen und umso wichtiger ist natürlich dieser extra Punkt und ja, da wird einfach um wirklich jeden einzelnen Punkt gekämpft und dass es jetzt für uns geklappt hat, heute ist ein unglaublich schönes Gefühl. Das ist aber harte Arbeit, vor allem heute im zweiten Drittel hat ihr das Gefühl, da wurde mehr Eishockey gearbeitet als gespielt. Ja, auf jeden Fall, ist klar, ne? Wir wissen beide, in welcher Situation wir uns befinden und wie wichtig diese Spiele sind und demnach haben wir halt beide brutal hart gearbeitet und das hat man gesehen, auch dass so wenige Tore jetzt in diesem Spiel gefallen sind, dass man echt brutal vorsichtig war, weil ja, mit solchen Spielen spielt man halt nicht rum, sondern tut alles dafür, dass man halt wirklich gewinnt und die Punkte mit nach Hause nimmt. Danke dir. Danke. Die Schlussphase mit den 2x2 Minuten, Strafminuten, ist das vielleicht so ein Beleg dafür, dass ihr jetzt deutlich stabiler seid? Ich sag mal, im Oktober, November werdet ihr vielleicht noch eingeknickt und jetzt seid ihr dann doch so stabil und könnt bestehen? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine unserer Stärke geworden, dass wir in kritischen Situationen cool bleiben können und diese Spiele für uns entscheiden können. In so Situationen, wo wir sogar 5-3 Unterzahl haben, es steht 1-1, dass wir das dann wirklich killen und ja, am Ende dann sogar mit einem extra Punkt nach Hause kommen, das ist natürlich unglaublich und zeigt unsere Charakterstärke. Die Tabelle lügt nicht, sagt man immer so schön. Ihr habt aber ein Spiel mehr als die Konkurrenz hier aus Augsburg. Trotzdem ist es jetzt doch schon mal ein bisschen beruhigender, sag ich mal. Also wir kamen aus der tiefsten Scheiße, wenn man das so sagen kann. Von daher wissen wir, wo wir herkamen und dass wir da nicht mehr hinwollen und dass wir das einfach schon geschafft haben. Das gibt uns unglaublich viel Selbstvertrauen und auch wenn dann ein Spiel mal nicht läuft, wie wir uns das erhoffen, wissen wir, dass wir es können und haben es jetzt lange bewiesen. Wir hatten 11 Punkte Abstand zum Vorletzten, sind jetzt nicht mehr Letzter. Das zeigt einiges und das so kurz vor Schluss und da sind wir extrem stolz drauf und das sagt er uns natürlich auch, dass er stolz auf uns ist und nichtsdestotrotz macht er uns klar, dass diese Spiele echt extrem wichtig sind und das ist uns allen bewusst, aber trotzdem haben wir eine gewisse Gelassenheit, weil wir einfach wissen, dass wir es können und ich glaube, das ist echt extrem wichtig in unserer Situation. Und jetzt wollen wir nach Hause und was essen.